Ja, hallo, mein Name ist Olli. Ich erzähle so ein bisschen über über meinen Lebenslauf, meine Drogenkarriere, wie das alles anfing, ne? Also, ich bin hier in Braunschweig geboren, ne? Aufgewachsen bei meinen Eltern, war alles normal, bis ich so ungefähr 8 Jahre alt war. Dann war mein Vater war schwerer Alkoholiker, hat richtig gesoffen und, ne, und naja. Bin ein bisschen mit Schlägen auch aufgewachsen und sind halt so ein paar Sachen passiert, die ich jetzt nicht so erwähnen möchte. Ja, und wie mein Vater mir das vorgelebt hat, ne, so wie es ja meistens auch so ist, dann habe ich dann auch angefangen zu saufen. Ne? So mit 13 ungefähr habe ich auch angefangen zu saufen. Es gab richtig, also schlecht, es war richtig zu Hause. Ne? Mein Vater hat mich auch mit einer harten Hand erzogen, so. Also, naja, so mit 13, 14, da habe ich auch angefangen richtig zu saufen. Ne? Das ging dann so weit, dass ich das erste Mal dann halt Cannabis probiert habe. Das war so, wir waren halt eine Gruppe so, ne? Wir waren eine Szene damals im Braunschweig, eine recht radikale Szene, sage ich mal. Ne? Da habe ich auch kein Problem mit, ne? Ruhig gesendet werden, gar nichts los. Die mich kennen, die wissen das auch alle. So, da war ich drin und naja, da wurde viel gesoffen, viel gesoffen, viel Scheiße gemacht. Ich hatte die ersten Verhandlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, schwere Körperverletzung, gemeinschaftliche Körperverletzung, halt so ein paar Straftaten so, ne? Mit Saufen, ja, ging das dann los, richtig. Und dann habe ich, oh, was, ein Telefon. Aber gehe ich jetzt nicht ran. Mit Saufen ging das dann richtig los, ja. Das war auch immer so, wenn ich dann halt besoffen war, dann habe ich auch immer richtig Scheiße gebaut. Ne? Habe ich losgelegt mit Schlägerei, dies, das, auch ins Stadion gegangen sowieso. Und mit Cannabis hatte ich den ersten Kontakt auch bei uns eigentlich in der Szene, obwohl das verpönt war. Ne? In der rechtsradikalen Szene eigentlich so, ne? Also irgendwie Drogen zu nehmen oder so. Ne? Wir haben das dann heimlich gemacht, so hinter den Leuten den Rücken so. Und aber es hat sich dann so schnell verbreitet bei uns, bis dann zu Ecstasy, LSD, Speed, sonstigen Sachen kamen. Ne? Ja, und ich habe viel LSD genommen, ungefähr 3 Jahre extrem. Ne? Also auch alleine mir Pappen reingehauen. Ne? Nicht so nur auf Partys oder so, ne? Sondern auch alleine. Ne? Auch Speed und Ecstasy oder so. Aber mein Ding war immer LSD. Ne? So. Ja, und irgendwann das ging dann so weit, bis ich dann mal einen Horrortrip hatte. Konnte nicht mehr aus meiner Wohnung raus. Ja, und dadurch bin ich dann auf einer ABM habe ich dann angefangen zu arbeiten. Das war ungefähr 96 so. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Lehndorf. Und da waren auch, natürlich auch nur so Leute, ne, die aus dem Knast kamen oder ne, halt kein soziales Umfeld hatten, richtig nur. So. Und viele Leute, die ich auch kannte, da ging das dann auch los. Ne? Und da habe ich dann, nee, vorher habe ich schon einmal Heroin probiert, habe ich schon mal eine Nase gezogen. Da habe ich dann jemanden kennengelernt. Ne? Durch den habe ich dann richtig Kontakt gekriegt zu Heroin. Und das hat mich, wie soll ich sagen, ne? Auch auf LSD, ich kam nicht mehr klar. Also ich kam wirklich nicht mehr klar. Ich hatte Angstzustände, eigentlich rauszugehen und überhaupt. Und das Heroin hat mich wieder normal gemacht. So, ne? Dass ich denke, so, ich bin wieder ich selber. Weil ich Angstzustände, so brutal. Es ging so weit, dass ich noch nicht mal mehr mich getraut habe, zum Briefkasten zu gehen. Ne? Ja, und so. Naja, dann fing es an. Dann habe ich, eigentlich habe ich normalerweise habe ich vor Heroin, habe ich schon Kodein und Benzos genommen, Benzodiazine probiert. Ne? Aber durchs Heroin ging das eigentlich richtig weg, erstmal. Ne? Die Angstzustände und sowas. Naja, dann halt auf Heroin gelandet. Und ich bin sowieso so ein Kandidat. Also ich muss natürlich alles ausprobieren und alles. Und hat man nicht gesehen. Und ich habe mir so viel reingeknallt und war grün hinter den Ohren. Ne? Bin dann auch richtig in die halt Genreszene reingekommen. So. Wie das halt so klischee-mäßig auch ist. Also, man kommt da rein und so, bub, ne? So, dann weiß man, woher man was kriegt und so, ne? Ja, bis ich dann, ich habe mir auch die Ersatzmittel richtig reingeknallt, ne? So, sprich Benzos,
DHC, also Codein, weil ich dachte, das macht dich abhängig oder so. Ne? Das habe ich mir richtig, richtig brutal gegeben. Ja, dann kam ich nach Hameln, Jugendknast, ne? Da dachte ich, ich sterbe. Wirklich, ich dachte, ich sterbe. Dann ist ein Zugreiter, der hat mich echt zerrissen. Ne? Von Codein, Benzoschore. Naja, der Arzt tut da sowieso nicht raus in Hameln. So, ne? Da habe ich dann halt meine erste Haftstrafe abgesessen. So. 2 Jahre, 9 Monate, glaube ich, ja. Ja, und auch wegen BTM, also nicht wegen BTM, es waren 7 Körperverletzungen vorher und einmal wegen BTM und boom, dann kam ich gleich in so, ne? 35er konnte ich auch nicht machen durch meine Vorstrafen, die konnte ich nicht zurückstellen. Aber egal, dann habe ich halt, kam ich wieder raus. Und das ging dann, naja, an dem Tag, wo ich rauskam, war ich gleich im Tango, da war Magniviertel bei uns hier, Magniviertel. Da habe ich mit einem Kumpel mich getroffen, natürlich, ne, von damals mit einem, und erstmal richtig eingesoffen, ist klar. Also Schore und so einen Scheiß habe ich 2 Wochen nicht angefasst, ne, aber nur 2 Wochen und dann ging es wieder los. Der gleiche Kreislauf von vorne, wieder angefangen mit Schore, wieder angefangen Scheiße zu bauen, ne, und angefangen auch weiterhin Benzos zu nehmen und dies und das. Benzos waren immer sowieso mein Ding und das ist auch mein Hauptproblem. So, ne, also, ja, was soll ich sagen? Das hat sich so eigentlich, dann habe ich erst Therapie gemacht 2000, auch aus dem Knast. Nach Vecht habe ich 2 Jahre gesessen. Das war also noch 2000, das war noch richtig Hardcore-Therapie, so mit Putzen und hast du nicht gesehen und mit einem Regelbuch mit 480 Regeln und so ein Scheiß. Also was heißt so ein Scheiß, ne? Aber wie gesagt, voll übertrieben. Ne? Kann man gar nicht. Wie soll man 480 Regeln auswendig lernen? Das geht gar nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich gehen. Im ersten Monat hatte ich meine Tasche gar nicht ausgepackt, wollte gehen. Ne? Dann habe ich da einen guten Kumpel so gehabt. Der hat mich dann überredet, dass ich da bleibe. Habe ich darauf eingelassen. Ein halbes Jahr lang. 10 Monate sollte es gehen. Und ich war wirklich so, ich hatte wirklich gedacht, alles klar, so jetzt. Und es waren noch Anhaltspunkte schon, wo ich wusste, wo ich dran arbeiten muss und so. Ja. Bis meine erste Heimfahrt kam, da habe ich die Begleitung halt, mein Kumpel, der musste immer zu zweit fahren und wir hatten beide eine Überdosis dann im Park. Einzelheiten will ich da jetzt gar nicht drüber erzählen, weil es schweift zu weit aus. Wir hatten eine Überdosis im Park, ja, und das haben die aber auf der Therapie nicht mitgekriegt. Ne? Wir haben bei meinen Eltern geschlafen, so, und dann ja, nächsten Morgen dahin und sah natürlich voll zerbombt und rausgeflogen. So, dann auf Flucht wieder kurz, wieder in den Knast. Dann den Rest abgemacht. Ja, und dann habe ich jetzt 4 Langzeittherapien habe ich jetzt insgesamt hinter mir. Einen habe ich durchgezogen, die anderen 3 habe ich rausgeflogen, habe ich nicht abgebrochen, bin ich rausgeflogen. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, wieder eine Langzeittherapie anzuschieben. Ich weiß nicht, ob ich eine kriege, weil die AOK hat schon abgelehnt, weil normal geben die einem nur eine Chance, wenn man wieder eingegliedert wird und so im Arbeitsmarkt ist das tralala. Aber weil ich Rente kriege, also Erwerbslosenrente, weil ich kaputt bin, meine Beine und so und mein Rücken und alles ist im Arsch, kann ich eh nicht mehr arbeiten, deswegen ist es problematisch. Ne? Also sagt meine Betreuerin auch oben da bei der Drops, aber wir versuchen es. Ne? Ja, und es ist halt. Meine Beine, also ich habe mir rechts 2-mal hintereinander die Hüfte gebrochen und beim 2. Mal den Oberschenkel, Hals dazu und ist aber, habe ich gar nicht gemerkt, ich bin 3 Wochen damit rumgerannt mit dem Oberschenkel, Halsbruch und mit hier voll die Platten hier durcheinander und so, bis dann eines Tages so einen Schmerzen hatte und Notarzt anrufen musste halt. Ne? So, das andere Bein, da habe ich jetzt Hüftnikose, nennt sich das. Das ist Hüftfraß. Also, das kommt auch wahrscheinlich durch Heroinspritzen, weil ich da lange Heroin reingespritzt habe in der Leiste. Wurde mir gesagt im Knast auf jeden Fall, dass es davon kommen kann und noch von irgendwas anderem. Aber ich denke mal, davon wird es kommen, weil ich so lange. Ne? Ja, und mein Rücken ist im Arsch, 4-facher Bandscheibenvorfall, Lendenwirbel kaputt, Keilwirbelbildung. Chronisches Schmerzsyndrom, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aufhören soll. Andi, helf mir mal. Nein, Spaß. Nee, ehrlich jetzt, das ist, ja. Also bei vielen Heroinsüchtigen quellen da die Hände auf, die werden so fett und so, ne? Weil die
gehen viel in die Hände, ballern in die Hände rein und so, ne? Und ist ja klar, wenn da die nicht mehr durchblutet werden, die Hände richtig, dann staut sich das Blut richtig, kann nicht mehr ablaufen durch die Hände. Und ich bin jetzt kein Doktor oder so, aber so wurde es mir erklärt. Und dadurch haben die dann so fette Hände, ne? Weil ich halt jeden kleinen, manche gehen da in so kleine Wehen rein, das ist ja gar nicht normal. Also, ne, die würde ich niemals finden. Da gehen die ja rein in so kleine, was weiß ich für Dinger, ne? Also, deswegen, also bei einigen ist das ganz heftig so mit den Händen, ne? Aber zum Glück bei mir nicht. So körperlich, also bin ich im Arsch, sag ich mal so, ne? Aber ich bin froh, dass ich einigermaßen organisch also so noch auf dem Damm bin, ne? Ja, ich gebe euch nur einen Ratschlag, wenn ihr in der Gruppe seid oder so, macht euer eigenes Ding, lasst euch niemals irgendwie volllabern. Bei mir war es damals auch, sag ich mal, nicht durch Gruppenzwang, aber wenn man dazugehören wollte, macht es nicht, aber ihr wisst es selber, lasst die Finger von den scheiß Drogen, ey. Kann ich euch nur empfehlen, also, ne, wirklich.